Ich habe hier gerade den Thomas. Du hast auch gerade diesen Film gesehen. Wie fandest du ihn? Ich fand ihn toll. Auch ästhetisch genug? Also für mich kam er, er war ein bisschen lang. Ich fand ihn sehr authentisch. Was genau fandest du denn am besten? Ich fand die Musik am besten. Also die Musik fand ich ganz toll, die Aufnahmen. Aber ich fand eigentlich auch die Aufnahmen zwischendurch als realistisch und authentisch. Und die haben mich so ein bisschen an meine Jugend erinnert. An deine Jugend? Ja, viel Musik in vielen Konzerten irgendwie. Wenn du jetzt die Gelegenheit hättest, mit irgendeiner Band auf dieser Welt zu touren, mit welcher würdest du das machen? Und warum? Vielleicht mit Björk. Wie gesagt, und warum? Weil ich die ganz toll finde. Weil die so einfach total irre, verrückte Musik macht und sich irgendwie nichts vorschreiben lässt. Und ich glaube, es ist eine spannende Frau, eine ganz spannende Person. Okay, erstmal, wie fandest du den Film? Also, er hat mich sehr gequält, die ganze Zeit. Und das finde ich erstmal gut, dass er mir irgendwie auf eine sehr brutale Weise einen Alltag gezeigt hat, den ich nicht mag. Aber ich musste mich dann mit etwas auseinandersetzen, was ich nicht mag. Und das ist doch erstmal eine gute Sache. Inwiefern hat dieser Film deinen Alltag gezeigt? Nicht meinen Alltag, er hat mir einen fremden Alltag gezeigt, zu dem ich keine besondere Nähe habe. Und wahrscheinlich, wenn ich diesen Film nicht gesehen hätte, nie die Möglichkeit gehabt hätte, mal in diesem Alltag einzutauchen. Was fandest du denn, wurde besonders gut umgesetzt? Was fandest du an dem Film gut? Ja, die quälende Eintönigkeit, dass überhaupt nichts passiert im Leben und dass alles irgendwie einer gewissen Routine untersetzt ist und dass irgendwie das Leben, also viele träumen ja davon, Musiker zu werden, aber dass in so einem Alltag irgendwie der Zauber oft verschwindet, dann aber auch vielleicht auch mal wieder auftaucht. Würdest du denn gern Musiker werden und auf Tour gehen? Und wenn nicht, würdest du mit irgendeiner Band einfach mal so nebenbei mittouren? Habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht, aber wo du das jetzt vorschlägst, ich meine, ich bin jetzt 40, vielleicht kann man ja nochmal neu von vorne anfangen. Ja, vielleicht ja. Findest du denn eine Band ganz toll und würdest gern mal so eine Tour lang mit der zusammen sein? Also ich wüsste jetzt keine. Ich glaube, das müsste irgendwie so es gibt so eine ukrainische Gruppe, die heißt Dacha Bracha. Mit denen würde ich gerne mal auf Tour gehen. Da würde ich das gerne mal beobachten. Ja, wir stehen jetzt hier am Ein- bzw. Ausgang vom Haus der Kultur in der Welt und kommen gerade aus dem Eröffnungsfilm für die Sektion Generation 14+. On the Road hieß er. Das trifft das auch, glaube ich, relativ gut. Wenn ich jetzt mal probiere, die Handlung in einem Satz zusammenzufassen, ist es, glaube ich, nicht so schwer. Ich glaube, man kann einfach sagen, eine Band geht auf Tour. Mehr passiert in dem Film nicht wirklich, abgesehen von der kleinen Sexgeschichte. Die Protagonistin lernt dann noch so einen Typen kennen. Mehr passiert aber eigentlich nicht, oder? Ja, also ich weiß nicht. Zur Story kann man eigentlich nicht so wirklich viel sagen. Ich glaube, Ariadne, du fandst die Story nicht so gut, oder? Nee, leider nicht. Ich fand ihn ziemlich monoton, aber das hat es eigentlich auch ziemlich authentisch dargestellt. Das war halt einfach Autobahn, Soundcheck, Konzert, Autobahn und das immer und immer wieder. Kurz zwischendurch wurden immer die Namen der Städte eingeblendet, aber das war eigentlich alles. Das ist aber wohl so bei Natur, also daran rummäkeln kann man eigentlich nicht von der Geschichte her. Es war halt nur leider langweilig. Ist halt die Frage, was will der Film uns sagen, außer ja, ist halt so bei der Tour. Ist halt die Frage, ob der Film dann auch die Sektion Generation 14+ eröffnen muss, wenn er uns nur sagen will, so ist es, wenn man auf Tour geht, oder? Naja, für mich war es ein bisschen mehr, weil was ich besonders cool fand, war, wie realistisch der Film rüberkam. Also einfach generell immer dieser Kontrast zwischen diesem Konzert und dann diesem Backstage-Bereich, wo man auch hört, was die Leute so sagen und dass sie manchmal eigentlich auch gar keinen Bock haben, jetzt nochmal aufzutreten. Das fand ich eigentlich relativ cool. Und vor allen Dingen auch die Kameraführung hat sich, also schon allein deswegen hat sich meiner Meinung nach gelohnt, weil man eigentlich immer das Gefühl hatte, man ist jetzt da beim Konzert. Es war immer so ein bisschen, also teilweise so ein unperfektes Bild, wenn man im Bus war, hat es ein bisschen geruckelt. Also es war wirklich, als ob man gerade da ist und auch vom Sound war eigentlich genau dasselbe. Es war ein wirklich mega realistischer Sound. Manchmal ist der Sound beim Konzert ja nicht so geil, genauso war es auch im Film und manchmal ist es auch zu laut und dann genauso war es auch im Film. Also das fand ich eigentlich relativ cool am Film, deshalb würde ich dem schon 2 bis 3 Bären geben. Also warum er, also ja, die hätte auf jeden Fall 2 bis 3. Ja. Was meinst du? Ja, ich würde eher 2 sagen, weil okay. Es war wirklich
sehr langweilig irgendwann. Ja, der Film hat sich gezogen, das muss man schon sagen. Ja, wollen stimmt. wir uns auf 2,5 einigen? Ja. Ja? Also ja. Sagen, ja. Auf geht's. Ronja wirft. Hervorragend. Und jetzt ich. Auch noch besser. Und der 2,5 kommt jetzt auch noch. Unsere letzte. Aber, ja, Ronja weist ab, das kann man sich jetzt schön bildlich vorstellen. Ja, wir werden nicht besser mit der Zeit, aber ja. Vielleicht im nächsten Video. Also schaltet auch ein. Ganz genau. Wir gehen nämlich jetzt auch noch auf viele andere Filme. Ja, super. Ja.